Ich bin Till Lehnecke, ich bin Zeichner und Illustrator. Und wir werden heute über Urban Sketching sprechen. Das ist so ein bisschen dieser Trend, dass man per Hand, also handwerklich, die Orte festhält, bei denen man sich befindet und die man vielleicht mag. Bei mir hat sich das ja so ergeben, dass ich viel gereist bin und habe dann angefangen, die Orte, die mir gefallen, zu zeichnen. Ich würde euch gerne zeigen, wie ich arbeite. Ich habe hier ein Motiv aus einem Buch, ein Gebäude, von dem ich nichts weiß, das aber sehr einzigartig aussieht, was sich toll für ein Motiv eignet. Ich habe mir was zum Zeichnen geholt, mein Skizzenbuch, mein Stift. Das ist ein Tuschefüller. Ich mag gern Tuschefüller, weil die Tusche nicht wasserlöslich ist. Also man kann da halt mit Aquarell rübergehen oder auch mit anderen Stiften. Und ich fange einfach mal an. Bei dem Gebäude gefällt mir, dass es so eine Gitter-Silhouette hat. Ich finde immer, dass Motive, die senkrecht gut aussehen, die so hoch sind, immer sich viel besser zeichnen lassen als Motive, die jetzt breit sind, wie ein Fußballstadion zum Beispiel. Wie fange ich an? Ich würde sagen, den Turm versuche ich mal jetzt in der Gesamtheit hinzubekommen. Wir haben da eine Perspektive. Das heißt, der Turm ist aus zwei Seiten zu sehen. Bin ich gespannt, ob ich den Turm und das Gebäude bis hier unten fertig bekomme, weil ich ziehe immer aus Versehen immer alles sehr in die Länge. Ich bin auf jeden Fall dafür, diese Linie, an der müssen wir es orientieren. Also man könnte jetzt wirklich mit Fingern arbeiten und jedes Detail wirklich abmessen. Das mache ich gern intuitiv, mit dem Risiko, dass es in die Hose geht, das werden wir sehen. Das ist überhaupt so eine Sache. Also wenn man das sehr lange macht, denkt man sehr wenig nach, was der Zeichnung auf jeden Fall zugutekommt. Ich werde jetzt wirklich mal schnell arbeiten. Die Sachen, die die Fassade beherrschen, wie die Uhr, mache ich auf jeden Fall sofort. Ja, also man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu sehr rumfrickelt, wenn man das jetzt zeichnet. Es reicht eigentlich, wenn das Gebäude zu erkennen ist. Also wenn es zu erkennen ist, dann kommuniziert die Zeichnung und das reicht dann eigentlich auch. Aber ich glaube, man kann den Turm schon gut erkennen. Gerade weil er so viele unterschiedliche Stile beinhaltet, ist er relativ einfach zu zeichnen. Geht natürlich auch super Spaß. Hier ist sozusagen diese wichtige Ecke. Von dieser Ecke geht die Perspektive einmal in die Richtung zu am Fluchtpunkt und von der anderen Seite in die andere Richtung. Das heißt, hier würden alle Waagerechten runtergehen. Und wenn wir jetzt hier einen Gehsteig hätten, wird er wahrscheinlich so hoch gehen. Das müssen wir jetzt raten, weil da steht ein großer LKW vor. Den würde ich jetzt auch mal stumpf hinzeichnen. Und davor sind ganz viele Taxis. Ich zeichne sehr ungern Autos, darum habe ich da jetzt nicht so, ist nicht so eine große Liebe bei. Na gut, wir sind ja beim Gebäude.
Eigentlich ist es ganz schön. Wir sind jetzt dabei geblieben, haben wirklich nur gezeichnet, was wir sehen. Die Bäume würde ich, glaube ich, gar nicht mitzeichnen. Man kann so alles das, was zum Gebäude gehört, haben wir jetzt mehr oder weniger vereinfacht dargestellt. Und ich glaube, dass wir jetzt einfach dem Verlauf des Gebäudes gefolgt sind und dass das als Komposition eigentlich schon ganz gut dasteht. So, jetzt können wir da noch mal rangehen und ein paar Details machen. Hier oben sind so Zacken. Ich frage mich, ob man hochklettern kann. Wahrscheinlich ist das nicht zu empfehlen. Hier sind Wasserspeier. Da ist noch eine Uhr. Hier ist auch nicht. Also auch wenn ich jetzt die Details mache, finde ich es immer ganz gut, wenn man nicht so sehr am Frickeln ist, weil man kann das Bild ganz leicht überladen. Und ich finde, dass Zeichnen eigentlich immer weglassen bedeutet. Also ich finde Zeichnungen, die wirklich jedes Detail darstellen, immer sehr unübersichtlich. Diese Stützen, die kommen auf jeden Fall gut. Eventuell mache ich es auch so, wenn es jetzt irgendwie sehr kalt draußen ist oder das Wetter wird schlecht oder vielleicht verjagt einen jemand, weil man vor einem Laden steht und die Leute können nicht ins Schaufenster gucken, dann würde ich ein Foto machen und das dann an einer anderen Stelle machen, weil die Farben, die sind ja nun nicht, die verändern sich ja nun nicht, aber die Perspektive beibehalten, da bin ich doch gerne vor Ort. Also bei der Farbe würde ich jetzt kein Aquarell nehmen. Ich habe jetzt meine Pinsulana dabei, da würde ich mir zwei, drei dominante Farben aussuchen und würde so die Hauptfarbigkeit machen. Das sehen wir gleich, wenn ich soweit bin. Jetzt ist der Turm relativ fertig. Nach außen habe ich die Details wieder so ein bisschen nachgelassen. Also wir haben hier braun oder dunkelrot als Hauptfarbe. Und jetzt mache ich erstmal die Hauptfarbe, dann überlege ich, ob ich eine zweite Farbe mache. Und ich mache dann so weit und höre dann hoffentlich auf, bevor es zu bunt ist. Manchmal mache ich das auch nicht, aber das ist dann einfach so. Genau, das ist jetzt ein Pinsulana. Das ist ein Pitt Artist Pen. Die habe ich ziemlich gerne, wenn ich unterwegs bin, habe ich Aquarell dabei oder halt diese Stifte. Für Aquarell braucht man dann immer so ein bisschen ein gutes Setting, also man muss möglichst sitzen können, weil man kann im Stehen kein Aquarell machen. Wenn ich trotzdem zeichne und koloriere, dann nehme ich diese Pinsulana, weil da nehme ich dann so die Grundfarben mit. Also ein paar Farben, die so ein bisschen gebrochen sind, jetzt kein Knallrot oder Knallgelb, sondern eher ja, so ein Altrosa oder solche beigen Töne. Und dafür habe ich halt immer Platz und jetzt halt auch.
Jetzt würde ich gerne noch ein Grau nehmen. Da, wo Schatten ist, ist wieder Farbe. Das betont die eine Seite vom Gebäude. Und sie wird dadurch auch gewinnt an Substanz, möchte ich beinahe sagen. Hier mache ich auch auf der Schattenseite Grau, weil das ja unter dem Balkon ist. Also man sieht wirklich jetzt ganz gut, was vereinfacht ist, wenn man sich diese Etage anguckt. Die hat hier noch so eine graue Seite und da sind wahrscheinlich noch so Schnörkel drin und vielleicht so runde Stützen. Die habe ich jetzt komplett gar nicht gezeichnet. Und die Fenster sind nochmal aufgeteilt, da sind so zwei waagerechte Streben drin, ein großer Kreis und so wie eine Blume sieht das ein bisschen aus, das runde Fenster in diesen hohen Fenstern. Das kann man mit einem dünneren Stift, glaube ich, auch hinbekommen. Aber wir reden ja von Vereinfachen. Und dass trotz Vereinfachung das Haus gut zu erkennen ist. Also ich weiß es nicht, ob man in New York das erkennt, aber ich würde einfach mal behaupten, ja, das wird funktionieren. Die letzte Farbe, die ich gleich nehme, wird ein blaues Grau sein. Damit kann man die Dachziegel sehr schön machen. Hier vielleicht noch. Hier drunter. Da machen wir erstmal unter diesen unsäglichen Baugerüst schwarz. Dann haben wir gleich so ein bisschen, dann steht es auch besser, das Haus. Vielleicht wäre es doch ganz cool gewesen, diese gelben Taxis mitzumalen, weil die kommen ja immer gut. Da weiß man auch sofort, dass man in New York ist. Aber das ist heute nicht so. Also genau, das zieht das so ein bisschen zusammen. Und jetzt noch ein paar Löcher, wo es besonders dunkel ist. Also es ist wirklich sehr dunkel, aber ich würde das nicht schwarz nennen, sondern ein blaues Grau. Ja, so schieferfarben, obwohl das Dach bestimmt kein Schiefer ist. Dann kriegt auch der linke Flügel ein bisschen Farbe ab. Das macht ihn gleich viel plastischer. Ja, ich frage mich immer, wie so ein Motiv aussieht, wenn man sich stattdessen Drama so lange hinsetzt. Auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Hier oben. Das wird ja noch passen, wenn man das nochmal eben. Die Spitze ist ja wichtig, weil dieser Turm ist ja so schön dominant. Und dann ist er auch fertig. Ja. Ja, und falls ihr auch ein Skizzenbuch habt, und ihr habt irgendwelche Vorlieben, was Sehenswürdigkeiten betrifft, raus damit und anfangen. Und wenn die Sonne scheint, dann müsst ihr natürlich rausgehen. So, ich bedanke mich bei euch.